Was heute noch passieren wird, wie immer, das entscheidet sich dann spontan. Improvisation ist alles. Was machen Sie hier? Lege Limit. Keine einzige Lacke. Ehrlich. Herrlicht. Als allerletztes kommt jetzt diese Jumpline. Bin ich gespannt. Ich bin jetzt richtig gespannt. Yo Leute, ich bin's mal wieder, eure Peaches und schön, dass ihr mit dabei seid. Bereits im letzten Video hieß es Lake and Bike auf der Turracher Höhe. Im wunderschönen Österreich, hier an der Grenze Kärnten-Steiermark. Im Sommer ein Trail, Bike, Hike und Seeparadies sozusagen. Ich zeige euch jetzt gleich mal, was bisher geschah. Biken und See, Leute. Feinstes Panorama hier im wunderschönen Kärnten. Green. Wir starten hier sogar auf 2100 Höhenmeter. Das macht Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß. Wir steuern einfach Richtung See. Das ist einmal genau die richtige Richtung. Hallo. Boah, das schaut aber schon mächtig aus. Mächtig, Leute. Ziemlich mächtig. Und was ich euch bis jetzt noch vorenthalten habe, bleibt dran, los geht's. System Mechanik, what do you say? Bremsbeläge, Limit. Limit. Scheißen. Aber, was ist da? Bin ausgerüstet. Sehr stolz. Sehr stolz. Very, very. Schaut zu, was die Dame kann, bitte. Very proud. Was machen Sie hier? Bitte, können Sie erklären? Bremsbeläge wechseln und bevor ich die jetzt rausgebe, die alten, schiebe ich die Kolben zurück und improvisiere damit, weil ich kein Werkzeug dafür habe. Kannst du mal kurz deine Finger herzeigen? Selbst ist die Frau oder wie? Selbst ist die Frau. Aber es könnte auch wer kommen, vorbeikommen und das machen. Also. Genau. Es ist jetzt nicht mein... Ich kann es auch abgeben. Nein, wir sind da ganz gut unterwegs. Könnt ihr gerne Tipps abgeben? Wir reden jetzt bestimmt jetzt die Tipps. Improvisation ist das halbe Leben, sage ich jetzt dazu. Mit was druckt ihr die Kolben dann auseinander? Und die Kommentare. Ich glaube, Reifenheber ist nicht so ein schlechter Tipp. Zumindest hat YouTube das gesagt. Aber ja, sicher, es tut sich was. Schau, vorher waren die komplett beieinander. Bisserle noch, ein bisserle. Und ich habe das jetzt auch bewusst mit den alten Bremsbelägen drauf gemacht, weil direkt auf den Kolben soll man nicht machen, das weiß ich. Deswegen glaube ich, dass das eigentlich nicht so schlecht ist, was ich da mache. Also ich kann das bestätigen. Abgenommen vom TÜV. TÜV Dani. TÜV Dani. Überdenken. Absolut, absolut. Oh mein Gott. Jetzt passt What kein happened? Kolben mehr zu sehen. Schaut euch an, die Queen. Sie macht das selber. Es ist der neue Jugendmove. Oder ist er schon wieder out? Das ist cool. Das ist cool, das ist cringe. Oder wie das heißt? Voll cringe, Dani. Ja. So. Voll arg. Alter, das los jetzt aber. Das ist aber Profi-Handwerk. Die hebst mal auf. Das ist deine Aufgabe, Dani. Okay. Die müssen wir aufheben. Thank you. Ja, welcome. Oh ja, es ist runtergefallen. Scherz. Schau, zeig her nochmal. Nee, da ist nichts mehr drauf. Da ist Metall. Aber sie war halt ein bisschen schief. Hm. Probefahrt. Tippitoppi, würde ich sagen. Juhu. Schleifen nichts mehr.
siehst du dieses Schleifen? Schaut gut aus. Eine geschaut. Gehen wir jetzt noch schwimmen, oder? Ja, bitte. Wir hatten am Tag zuvor so mega Glück mit dem Wetter, alles ist sich ausgegangen. Die ganze Nacht hat es durchgeschüttet bis in die Morgenstunden. Deswegen gab es einen langsamen Morgen und auch sozusagen ein kleines Schlechtwetterprogramm. Aber Leute, Sommerrodelbahnen, die darf man nie auslassen. Die sind so, so lustig. There we go. Wettertaft, wie so sitzt. Nach dem Ganzen war ich dann auch auf jeden Fall wach und es ging ab aufs Bike. So, zweiter Tag, ganze Nacht geschüttet, gewittert, bisschen unbeständig, auf jeden Fall mindestens 10 Grad kühler oder 15 momentan, keine Ahnung. Aber es regnet nicht und natürlich geht es jetzt wieder am Trail. Was heute noch passieren wird, wie immer, das entscheidet sich dann spontan. Improvisation ist alles. Ich würde mal sagen, heute richtig griffig. Durch den ganzen Regen und keine einzige Lacke. Juhu! Herrlich! Herrlich! Bisschen windig. Perfektes Bike-Wetter, das glaubt man nicht. Jetzt ist aber der Wind auch aus. Ist schon kühl, aber eben perfekt zum Radfahren. Gestern sind wir gestorben vor Hitze. Und der Boden ist prime. Es war gestern teilweise wirklich sehr trocken. Und jetzt nur Grip. Nach ein paar Regentropfen kam tatsächlich wirklich die Sonne durch, Wetter umgeschlagen, es wurde richtig warm und der Tag konnte wieder perfekt genutzt werden. Jo, als allerletztes kommt jetzt diese Jumpline. Bin ich gespannt, ich bin jetzt richtig gespannt. Noch ein paar Eindrücke von der Jumpline, die teilweise auch ein paar Wurzel beinhaltet, ein bisschen flowig ist, Tables, Sprünge und so weiter eingebaut hat. Sehr abwechslungsreich und lustig und dieser Trail mündet tatsächlich direkt am See.